Für Frauen ist der Gang zum Frauenarzt ja von früher Jugend schon an ganz normal. Bei uns Männern ist das anders. Wann gehen wir eigentlich zum Männerarzt? Heute geht es ums Thema Vorsorge und wann was wichtig ist. Und es geht auch um die berühmt-berüchtigte Fingeruntersuchung. Braucht man die wirklich? Hallo, mein Name ist Dr. Marc Birkan, ich bin Urologe hier in der Urologie am Ring in Köln. Heute spreche ich über Vorsorge und speziell über Krebsvorsorge, also wann welche Sachen vielleicht notwendig sind. Also die meisten Männer kommen, wenn sie vor so einer großen Jahreszahl 30, 40, 50 stehen oder kurz dahinter sind und sagen, jetzt möchte ich aber mal das Thema Vorsorge angehen. Es macht sicher einen Unterschied, in welchem Alter man ist. Also ich würde sagen, ein Mann zwischen 25 und 35, da macht eine Krebsvorsorge eigentlich nur im Hinblick auf Hodentumor Sinn. Hodentumor ist der häufigste Tumor beim jungen Mann. Man kann den sehr gut tasten, man kann das sehr gut im Ultraschall sehen. Also eigentlich ein idealer Tumor, um den in der Vorsorge frühzeitig zu erkennen. Das Zweite ist, klar, wenn man sich sieht zu so einer Vorsorge, kann man auch über andere Dinge sprechen. Also lassen Sie uns dann über Geschlechtskrankheiten sprechen. Lassen Sie uns über andere Wehwehchen oder andere medizinische Themen, die Sie haben, einfach sprechen und besprechen, was da notwendig sein kann. Vielleicht sogar einfach außerhalb der Urologie. In diesem Rahmen von einer Vorsorge hat man genau zu so was die Möglichkeit. So richtig losgehen mit Vorsorge sollte es Mitte, Ende 30 oder spätestens Anfang 40. Man muss sagen, die gesetzlichen Krankenkassen sagen, man soll ab 45 anfangen. Natürlich, das ist ein völlig willkürlich gewählter Zeitpunkt. Und naja, den meisten Männern geht es schon so, dass man Ende 30 anfängt, sich zu denken, vielleicht sollte ich mich da mehr drum kümmern. Und wenn sie den Schwung mitnehmen und dann mit einer regelmäßigen Vorsorge anfangen, ist das super, ist das genau richtig. Warum ist der Urologe ein guter Ansprechpartner für eine Männervorsorge? Für eine Männerkrebsvorsorge. Naja, einfach weil viele Tumoren, die man als Mann kriegen kann, in den urologischen Bereich reinfallen. Häufigste Tumor beim Mann ist Prostatakrebs. Und das ist der häufigste Tumor, den wir als Männer kriegen. Und ist es auch, wenn man sich anguckt, wie häufig Männer an Krebs sterben oder was so die schlimmsten Erkrankungen da sind, die meisten Todesfälle fordern, ist Prostatakarzinom zumindest auf Platz 3. Also ganz schön häufig. Zweite, eine Sache, die man ebenfalls sich angucken kann, Blasenkrebs, Nierenkrebs, Harnleitertumoren. Man kann über eine normale Ultraschalluntersuchung viele solche Dinge gerade an der Niere Veränderungen erkennen. Wie häufig sollte man eine Vorsorge machen? Ich würde klar sagen, kommt drauf an. Also es kommt drauf an, wie die Werte sind. Generell finde ich es schon gut, eigentlich, wenn man sich einmal im Jahr sieht, einfach um bestimmte Dinge auch zu besprechen, um halt auch das Vertrauensverhältnis, was man hat, beizubehalten und einfach halt zu schauen, was gibt es für Veränderungen. Je nachdem, wie die Werte sind, kann man aber im Einzelfall durchaus auch längere Intervalle nehmen. Was gehört für mich zu einer guten urologischen Vorsorge? Ist das hier der Finger in den Po, diese berühmt-berüchtigte Untersuchung? Man muss sagen, dass diese, naja, fein gesagt, diese rektale Untersuchung mit dem Finger, dass die einzige Untersuchung ist, die von den gesetzlichen Krankenkassen wirklich vorgesehen wird. Ist das eine wirklich gute Untersuchung? Eigentlich nur, wenn Sie ein sehr hohes Risiko haben, einen Prostatakrebs zu haben, dann kann das wirklich eine erweiterte oder bessere Vorsorge oder bessere Aussagekraft haben. Gibt da eine ganz aktuelle Studie zu, die sagt, eigentlich sollte man die Prostatawerte, diesen sogenannten PSA-Wert bestimmen. Und nur wenn der in einem richtigen Bereich ist, also wenn der erhöht ist, nur dann macht oder nur dann bringt die Untersuchung mit dem Finger überhaupt eine zusätzliche Aussage. Also braucht man das? Nee, ich finde, man braucht es nicht. Ja, man sollte es nur dann machen, wenn die Konstellationen so sind, dass halt das Risiko da ist. Also viel besser ist eine genauere Untersuchung zu machen, eine genauere Vorsorge zu machen und dann auf diese unangenehme Untersuchung mit dem Finger sich das Ganze zu ersparen. Ganz konkret, wenn jemand zu uns zur Vorsorge kommt, sagen wir Anfang 40, Ende 30, Anfang 40, klar, besprechen wir, was es so gibt. Wir reden über Vorerkrankungen, wir reden über Medikamente, die man nimmt, über Operationen und sowas, über Lebenssituationen, die wichtig ist. Wir sprechen und dann untersuche ich, mache also eine körperliche Untersuchung. Ja, man muss sich nackig machen dabei. Also ich finde, eine Untersuchung der Hoden gehört immer dazu. Ne? Nicht vergessen, Hodenkrebs kann man kriegen und das kann man durch eine Untersuchung sehr gut feststellen. Diese Finger-in-Po-Untersuchung, wie gesagt, mache ich normalerweise nicht.
Dann eine gute Ultraschalluntersuchung, komplett von allen Bauchorganen. Natürlich gucke ich als Urologe besonders nach Nieren, also wo man auch Zysten an den Nieren, Tumoren an den Nieren, aber auch Steine oder sowas oder Abflussprobleme sehen kann. Danach gucke ich, gucke nach Prostata, ich gucke nach Blase, ich gucke nach Hoden, ich gucke nach Leber, ich gucke nach Milz, ich gucke nach Bauchschlagader. Dann kann man das Ganze kombinieren mit einer Urinuntersuchung. Im Urin kann man einiges feststellen. Ja, man kann Entzündungen sehen, man kann Blut im Urin finden, man kann auch eventuell nach Frühzeichen von Blasenkrebs da sehen. Das ist eine super Sache. Das nächste ist eine Blutuntersuchung. Wenn Sie regelmäßig bei Ihrem Hausarzt sind und der Sie untersucht und Blutabnahmen macht, dann brauchen wir das natürlich nicht extra noch machen. Also diese normalen Untersuchungen, die man so Blutbild nennt. Bei Blutbild ist so ein bisschen schwieriges Thema, müssen Sie ein bisschen aufpassen. Blutbild ist nicht gleich Blutbild. Blutbild ist eigentlich so rein medizinisch kein wirklich feststehender Begriff. Gucken Sie, was da alles bestimmt ist. Also wir bestimmen normale Blutwerte, normales Blutbild, Leberwerte, Nierenwerte, Blutsalze und Cholesterinwerte, so diese üblichen Sachen. Und es gibt noch andere Tumormarker, die auf Lungenkrebs, Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs hinweisen können. Man kann sich natürlich auch einmal anschauen, wie sind die Hormonwerte bei Ihnen, ja, wie ist der Testosteronwert. Das ist wichtig, weil nicht der Absolutwert Testosteron, sondern die Entwicklung im Laufe Ihres Lebens wichtig ist. Also man sich da diesen Wert auch nochmal anschaut. Noch kurz was zum Thema PSA. Ja, viele Männer sagen, ja, der ist doch umstritten, dieser Wert. Ja, der ist umstritten, aber ehrlich gesagt wissenschaftlich nicht mehr. Also das war, wenn man so die Historie sich anguckt, ist es so gewesen, dass 2012 zwei ganz große Studien rauskamen, so richtige, ne, so Knallerstudien, die ganz, ganz viel verändert haben. Es war eine amerikanische, es war eine europäische und eine europäische Studie. Die amerikanische Studie hat gesagt, PSA bringt nichts. Die europäische Studie hat gesagt, wenn man PSA regelmäßig als Vorsorgewert nimmt, senkt sich das Risiko, selbst an Prostatakrebs zu sterben, um ein Viertel. Gar nicht schlecht, ein Viertel, ne? Ein Viertel weniger Wahrscheinlichkeit, am häufigsten Krebs des Mannes zu versterben, eigentlich eine super Zahl. Diese beiden Studien standen nebeneinander. Die Amerikaner haben der amerikanischen Studie geglaubt. Klar, und haben daraufhin sogar ihre Vorsorgeempfehlungen geändert. Ja, da wurde sogar sehr, sehr kritisch gesagt, man soll eigentlich PSA-Wert nicht mehr machen oder nur in ganz bestimmten Konstellationen. Hat das negative Konsequenzen? Ist das ein Problem? Ja, weil nämlich sich nachher gezeigt hat, dass diese amerikanische Studie von der Methodik super schlecht war. Normalerweise, wenn Sie natürlich vergleichen wollen, bringt PSA was, untersuchen Sie Patienten, die PSA getestet wurden, also diese Blutabnahme hatten, oder Sie gucken Leute, die halt diese Blutabnahme eben nicht hatten. In der amerikanischen Studie war das leider nicht so. Die Gruppe, die eigentlich nie hätte diese Bluttestung kriegen sollen, hatten nachher fast alle selbst schon vorher oder im Nachhinein diese Testung bekommen. Dadurch haben sie nachher praktisch zwei gleiche Gruppen miteinander verglichen und die ganze Studie war total wenig aussagekräftig. Es ist sogar so, dass man jetzt 2018 untersucht hat, wie sind denn die oder was hat das denn für Konsequenzen, dass die Amerikaner nicht mehr so viel PSA-Testung machen. Da kam jetzt ganz aktuell eine Studie raus, die gezeigt hat, dass später fortgeschrittenere Stadien jetzt neuerdings entdeckt werden und es mehr Krebstote an Prostatakrebs gibt. Also ich bin da sehr gespannt, wie da die Veränderungen sind. Also eigentlich muss man sagen, PSA als Wert, ja, man muss den mit Sinn und Verstand sehen. Das ist kein Einzelwert, wo Sie nur auf diesen einen Wert starren dürfen, sondern müssen den Patienten als oder den Menschen als Ganzes sehen. Aber wissenschaftlich ist diese Diskussion, ist der umstritten, ja oder nein? Jeder, der sich damit auskennt, sagt, nee, diese Diskussion ist vom Tisch. Also, Vorsorge ist ein wichtiges Thema. Frauen machen uns das gut vor. Wir sollten das auch machen. Wir sollten Vorsorge nutzen, um Krebs zu erkennen, um auch andere Themen, die uns gesundheitlich als Männer interessieren, anzugehen, zu besprechen. Keine Angst vor dieser berühmt-berüchtigten Finger-in-Po-Untersuchung. Die meisten Urologen werden das überhaupt nicht als allererstes machen. Ja, nur in Einzelfällen hat der eine Aussagekraft. Alles andere ist eigentlich relativ harmlos. Machen Sie das regelmäßig und man bespricht einfach, wie häufig man sowas machen sollte. Da sollten Sie sich das schon wert sein. Und das war's zum Thema Vorsorge. Sehen Sie sich vielleicht auch noch das Video von meinem Kollegen an, von Herrn Graller, zum Thema Prostata. Das ist auch noch sehr interessant. Das nächste interessante Video kommt sonst von uns in der nächsten Woche. Abonnieren Sie den Kanal, dann bleiben Sie auf dem Laufenden und bleiben Sie bis dahin gesund. Tschüss.